Damit zu unserem Russland-Korrespondenten Christoph Wanner nach Moskau. Guten Morgen, Christoph. Der Israel-Krieg ist natürlich auch in Russland ein Thema. Wie reagiert denn der Kreml auf die aktuelle Lage und die Entwicklungen? Soweit ich das mitbekommen habe, noch keine Reaktion vom Sprecher des russischen Präsidenten Peskow und auch von Wladimir Putin. Gibt es noch nichts zum Nahostkonflikt aktuell? Medvedev hat sich gemeldet, der Putin-vertraute ehemalige Präsident und heutige stellvertretende Chef des Sicherheitsrates. Und er hat gesagt, es war ja eigentlich zu erwarten, dass zum 50. Jahrestages des Beginnes des Yom Kippur-Kriegs in Israel was kommt von den Palästinensern. Und Medvedev gibt dann, wie er das eigentlich immer tut bei größeren Problemen, den USA die Schuld. Er hat gesagt, die Amerikaner sind der zentrale Akteur im Nahen Osten und sie hätten sich in den letzten Jahren stärker um die Regulierung dieses Konflikts in Israel, in Palästina kümmern müssen. Anstelle davon haben sie sich bei uns eingemischt, sagt Medvedev, und haben zwei Völker, die sich sehr nahe standen, gegeneinander aufgehetzt. Damit meint er natürlich die Ukraine und Russland. Und Medvedev sagt dann, er weiß gar nicht, was passieren müsse, damit die Amerikaner aufhören, ihrer krankhaften Leidenschaft nachzugehen, international Konflikte vom Zaun zu brechen. Und dann sagt Medvedev, er denke, dass die einzige Möglichkeit sei, ein Bürgerkrieg in den USA. Ich habe dann auch noch mal mich umgeguckt, was aus der Ukraine kommt zu diesem Krieg im Nahen Osten. Und da gibt man dann von Seiten einiger Blogger den Russen die Schuld. Man sagt dann, Moskau habe das Ganze vom Zaun gebrochen. Davon will man natürlich hier überhaupt nichts wissen. Das versteht sich von selbst, wird natürlich alles dementiert. Ich selbst persönlich denke, dass eine gewisse Eskalation natürlich Moskau zu Pass kommen könnte, denn wenn der Westen geschwächt wird und wenn die Partner des Westens geschwächt werden, dann bleibt weniger Zeit für die Ukraine, weniger Geld wahrscheinlich und auch weniger Waffen im Augenblick für die Ukraine. Also deswegen denke ich, dass Wladimir Putin über all das, was da im Nahen Osten passiert, jetzt nicht über die Maßen bestürzt sein dürfte. Auf der anderen Seite hat der Kreml, glaube ich, kein Interesse an einer totalen Eskalation im Nahen Osten. Denn auch Russland ist ein wichtiger Player dort in Syrien. Seit 2015 sind die russischen Militärs in Syrien. Und wenn da alles auseinanderfällt, dann würde das auch die Situation, die Position Russlands dort schwächen. Russland hat dort viele unterschiedliche Interessen im Nahen Osten. Iran in Bezug auf Waffenlieferungen ein wichtiger Partner. Die Saudis ein wichtiger Partner bei der OPEC Plus in Bezug auf die Absprachen mit Öl für Ölpreise. Dann auch Israel eigentlich ein wichtiger Partner und mit Netanyahu hatte Putin über die Jahre ein passables Verhältnis. Israel ist wichtig, weil da die Absprachen laufen in Bezug auf Syrien und was da weiter passiert. Also es ist eine Gratwanderung für den Kreml. Vielleicht auch deswegen noch keine Reaktion des russischen Präsidenten. Christoph, danke für deine Einordnungen nach Moskau. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.